Liebe Lichtarbeiter, ich bin Marisa und heute übermittle ich euch die Botschaft der geistigen Welt, der Erzengel und aufgestiegenen Meister bereits zur fünften Rauhnacht im 2015, der Energie des 28. Dezember. Die fünfte Rauhnacht bezieht sich auf den fünften Mondzyklus im 2016. Und das ist die Zeit vom 6. Mai bis zum 4. Juni. Die Sonne steht während dieser Zeit im Stier. Und der Stier ist das Sternzeichen, das für Treue, Zuverlässigkeit und auch für eine großartige Erdverbundenheit steht. Der Stier nimmt wahr, was auf der Erde passiert. Er kann zum Teil sogar Erdbeben oder Vulkanausbrüche früher und genauer feststellen. Es ist ein Sternzeichen, das bedächtig vorangeht, aber seinen Weg klar und treu folgt. Die Energie, die die geistige Welt uns für den Mai, für die Zeit vom 6. Mai bis zum 4. Juni vermittelt, ist eine wunderbare Energie. Denn auch dabei geht es darum, dass alle Lichtarbeiter ihre Entwicklung zu ihrer eigenen Medialität weiter aufnehmen können. Das Erkennen der eigenen Medialität ist ein großer Aspekt im Mai, denn es geht darum, hinter die Kulissen zu schauen. Es geht darum, die Informationen, die von der Öffentlichkeit, von den Regierungen und vielleicht auch von den Medien vermittelt werden, kritisch zu hinterfragen und zu erkennen, wo ihr die Wahrheit vermittelt bekommt und wo diese Wahrheit verschleiert wird. Je mehr ihr euch auf eure medialen Fähigkeiten, auf eure Sensitivität und auf eure innere Stimme verlassen könnt, umso klarer werdet ihr Lügen von der Wahrheit unterscheiden können. Die Kraft der fünften Rauhnacht vermittelt dem Monat Mai ein offenes Herzen, ein Herz, in dem ihr wieder die Fülle wahrnehmen könnt, die darin herrscht. Und ihr könnt erkennen, dass die Kraft, die ihr in euch trägt, größer, stabiler und zielstrebiger ist, als ihr bisher geahnt habt. Im Mai ist es ein großes Thema, sich mit den eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Themen, die noch nicht im Licht sind, Themen, die noch nicht im Glück sind. Und es geht darum, diese Schatten anzuschauen und diesen Schatten den nötigen Raum zu geben. Die geistige Welt möchte uns vermitteln, dass auch Schatten in unserem Leben dazugehören. Denn wir leben auf einer Erde mit Licht und Schatten. Und dazu gehören auch persönliche Schatten. Für die Lichtarbeiter ist es an der Zeit, diese Schatten anzunehmen, sie nicht weiter abzulehnen, sondern sie als Anteil, als Persönlichkeitsteil zu erkennen und zu integrieren. Je besser Schatten integriert sind, desto weniger können sie uns Angst machen, desto weniger Macht haben sie über uns. Und darum ist es für alle Lichtarbeiter nötig und wichtig, diese Schatten zu kennen und anzunehmen. Und auch da möchte uns die geistige Welt darauf hinweisen, dass es immer einfacher wird, mit jedem Tag, mit jedem Moment, in dem wir unsere eigene Medialität annehmen, sei das nun hellfühlig, hellsichtig, hellhörend oder hellwissend, wird es einfacher, die Schatten, die wir mit uns tragen, ebenfalls anzunehmen und zu akzeptieren. Somit führen wir Schattenthemen ins Licht. Und das ist für unsere Welt von elementarer Wichtigkeit im Mai. Es geht darum, dass wir im Mai lernen, dunkle Seiten, egal ob sie persönlich sind oder die ganze Welt oder ganze Nationen betreffen, ins Licht zu führen, anzuschauen und somit abzuschließen. Lernt mit euren inneren Schatten umzugehen, damit ihr wisst, wie ihr mit den äußeren Schatten umgehen müsst. Lernt euch hinzustellen und Themen anzuschauen, die euch selber schmerzen und Schwierigkeiten bereiten, damit ihr im Äußeren hingehen könnt und diese Schmerzen und Schwierigkeiten auch im Äußeren ins Licht führen könnt.
Im Mai geht es darum, als Volk zusammenzustehen. Als Volk der Lichtarbeiter. Als Familie der Lichtarbeiter. Zusammenzustehen und zusammen die dunklen Themen der Bevölkerung, die dunklen Themen der Nationen ins Licht zu führen. Licht auf diese Themen zu bringen, damit sie gesehen und angeschaut werden können. Damit sie nicht weiter hinter dem Schleier stehen, sondern endlich verändert werden können. Das sind die Aufgaben, die für Mai anfallen. Es geht darum, ganz neues Licht auf die Erde einzubringen. Und alle Lichtarbeiter sind aufgefordert, dieses Licht durch sich hindurchfließen zu lassen, damit es in die Welt einfließen kann und sich dort ausbreiten und vermehren kann. Der Mai wird ein Monat voller Arbeit sein, doch es ist eine Arbeit, die ungemein befriedigend, schön und erfreulich sein wird. In diesem Sinne, alles Liebe.